Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Heute bauen wir unsere Vault um und zwar sehen wir hier unsere Total Build Cost, das ist quasi der Wert unserer Vault mit allen gebauten Gebäuden. Und diesen nehmen wir und addieren 20.000 dazu, runden noch ein bisschen auf, also sagen wir 198 können wir ausgeben. Wir können 198 ausgeben. Wir löschen jetzt die komplette Vault. Und dann können wir die Vault aufbauen, bis wir einen Total-Build-Cost von 198 haben. Ich hätte aber gerne noch einen Puffer, also wir schauen mal. Oh Gott, was habe ich getan? Ich habe es verkackt. Ihr habt die doch jetzt geöffnet. Oh Gott. Okay, gar kein Problem, kriege ich gefixt. So. Und zwar brauchen wir als allererstes, ich könnte zum Beispiel das Wasteland auch ein bisschen woanders hinpacken, aber das würde alles verbacken. Deswegen lassen wir es mal da, wo es ist. So. Rein theoretisch könnte ich den den Evaluator da hinpacken. Und dann wo ist das denn? Da, die Wolltür dahin packen. Nur mal spaßeshalber, Leute. Nur mal spaßeshalber. Wie würde das aussehen? Wo ist das bei einem anderes Capture? Game Capture. Das muss doch funktionieren. Ah. Nur mal spaßeshalber. Und vor allem, wo die ganzen Leute gleich rumhängen, das würde ich auch gerne wissen. Einfach was passiert. Vielleicht stürzt das Spiel jetzt ab. Vielleicht passiert auch einfach gar nichts. Es stürzt ab. Okay. Alles klar. Oh, hoffentlich habe ich es jetzt nicht kaputt gemacht. Oh oh. Ich hätte das vorher backuppen sollen. Okay, wir testen mal was. Wir machen einfach ein paar Räume mal hier hin. Speichern und gucken, was passiert. Oh Gott, hoffentlich habe ich das Spiel nicht kaputt gemacht. Das wäre dramatisch. Da müsste ich alles manuell neu herstellen, was wir bisher geschafft haben. Oh Gott. Oh, es geht. Es geht. Wie sie da alle jetzt chillen. Sehr schön. Aber das ist tatsächlich ganz gut, dass wir das so gemacht haben, weil jetzt laufen sie alle in der Vault herum. Sonst wären sie automatisch irgendwo hingegangen. So. Wir haben sogar ein bisschen mehr. Weißt du was dann? So. Okay, alles klar. Gehen wir wieder raus. Ich würde sagen, wir machen ein Backup, solange es noch funktioniert. Es ist, glaube ich, eine gute Idee. Save as Backup. So, meinetwegen in Downloads rein. Ist mir egal. Hauptsache, wir kriegen ein Backup. Okay, jetzt können wir loslegen. Folgendes, wir gucken zuerst mal die Dreierräume. Ne? Man kann ja hier insgesamt drei... Kann man nicht? Ich dachte, man kann drei Dreierräume zusammenpacken. Bin ich jetzt blöd? Wie viele Räume kann man jetzt dahin packen? So, packen wir mal drei dahin. Packen drei dahin. Das hier ist jetzt nur mein Test. So, das wäre die Mitte. Das heißt, ich müsste die Fahrstühle, wenn ich das machen möchte, wie ich das möchte, sodass da ein Raum reinkommt. Okay, perfekt.
Ja gut, damit müssen wir leben. Ich glaube, das haben wir beim letzten Projekt auch schon so gemacht, dass wir da zwei Fahrstühle haben, um unsere Vault aufzubauen. Ja, müssen wir mit leben. So. Mir ist halt wichtig, dass rechts und links Dreierräume hinkommen können und wir gleichzeitig noch unten können. So. Das ist ja blöd. Die Vault ist asymmetrisch. Ah. Die ist ja echt blöd. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus, Leute? Also mal ganz ehrlich. Wieso ist die Vault asymmetrisch? Wer programmiert eine Vault asymmetrisch? Müssen wir Symmetrie reinbringen, indem wir das so machen. Man hat hier jetzt ein Räumchen Platz. Wir können natürlich auch einfach in die Richtung gehen. Einen Fahrstuhl wegnehmen. Und dann so, dann haben wir hier halt Platz für, keine Ahnung, Fahrstühle später. So, und ich möchte quasi hier Fahrstühle bauen. Wir sind jetzt bei 9000, das geht schnell. Aber gut, Armory Shops sind. Ne, ich will die nicht bauen. Ich will die wegmachen. So, Armory Shops sind ja auch teuer, ne? 2000 allein schon Fahrstühle kosten so viel. Na gut. So. Ich mache das folgendermaßen. Ich werde nämlich, das nehme ich ganz gut, dass wir hier in der Mitte quasi einen Platz frei haben. Wo ist das? Living Quarters, da. Hier quasi Gebäude reinmachen, in denen man leben kann. Und dann könnt ihr quasi, wenn wir die Designs freigeschaltet haben, ein eigenes Wohnquartier für euch beanspruchen. Wäre das nicht geil? So, die Frage ist nur, wie viele Fahrstühle wir runtergehen. Das ist hier die Frage. Ne? Ich meine, zur Not kann ich alles auch ein bisschen weiter runtersetzen. Ne? Also man kann ja hier alles zusammenschieben. Werden wir erstmal muss man erstmal alles finden hier. Storage, Radio, Science. Medbay da. Medbay. Machen wir zuerst hier ein paar Medbays hin. Ja, da können wir sogar Dreier Medbays machen, wo dann unsere Vault-Bewohner abchillen können. Und hier in den Wohnquartieren kann ich die einzelnen Charaktere reintun, die nichts machen. Und es muss ja auch Nachteile geben. Das heißt, diese Charaktere sind halt auch gefährdet. Das heißt, die Monster, die hier kommen, die müssen natürlich bekämpft werden. Und die werden natürlich hier zuerst durchströmen. Tja, ist halt so. Das Einzige, was mich stört, ist halt, dass die verdammt lange laufen werden. Aber dafür haben wir ja auch Evil hier. Genau, das ist eine gute Idee. Einen zweiten da reinzupacken, wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir müssen mehr an die Vault denken und weniger an die Roleplayer. Das wird langsam wichtig. Weil jetzt haben wir tatsächlich die Todeskrallen freigeschaltet. Das heißt, die werden hier durchlaufen. Bis ganz nach unten. Und es ist ein bisschen blöd. Aber gut. So. Jetzt habe ich die Medbase wieder verloren. Medbay da. Zack. Zack. So, die können auch alle ruhig Stufe 1 sein. Es geht quasi nur noch darum, dass wir, ja, quasi den Stauraum kriegen. Und wenn da irgendwie mal ein Unfall ist oder so, dann kommen da keine starken Viecher raus. Und die Roleplayer, die kommen da mit easy zurecht. Aber ich denke, das reicht langsam. Oh, das ist viel. Das ist viel. Oh Gott, bei wie viel Geld bin ich denn schon? 43.000. Uff. Okay. Packen wir hier unten nochmal ein Science Lab hin. Und vielleicht noch einen zweiten. Machen wir das mal so. Dann dürften wir jetzt pro Woche richtig viele Stimpaks bekommen. Ach, jetzt schließt ihr euch ja wenig mehr zusammen?
Ist das jetzt neuerdings so? Macht man das nicht mehr? Merch. So, da könnt ihr Ödländer chillen. So, dann packen wir hier nochmal einen Evelator hin. Und da nochmal einen hin. Oh, wir können uns an den anderen orientieren. Moment. Cool, jetzt kenne ich die Reihenfolge von Stärke nicht. Hier können wir auch die Reiheräume machen. Launch. Ich meine, im Endeffekt halte ich mich sowieso nicht an die Reihenfolge. Fitnessraum. 130 noch. Das wird eng. Ich werde mal ganz kurz ein Nuklearkraftwerk für uns reservieren. Ja, es geht ja noch. Aber wenn wir jetzt auf 3 upgraden. Uff, 30.000! Heilige Scheiße. Ich glaube, wir müssen auf 3 gehen später, ne? Das einzige Problem, was ich hier sehe, ist der Energieverbrauch. Er wird nicht angezeigt. Und ich brauche, glaube ich, 2 Atomkraftwerke. Ich weiß nicht, vielleicht reicht auch einer. Aber ich hätte zumindest noch einen vollen Einser. Das wäre ein Traum. Weil dann können wir ganz einfach den Dinner hier auf die Seite packen. Und was war jetzt das Billige von den beiden? Water Treatment oder Water Pro? Okay, Treatment, glaube ich, ne? Ich glaube, das war der Billow. Ich bin mir nicht sicher. Wie sehen die denn aus? Ja, du siehst ein bisschen hochwertiger aus als das. Okay, alles klar. Weil das haben wir halt noch nicht freigeschaltet, ne? Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ach, die dürfte da gar nicht am Rand sein, ne? Zack. Zack. So. Jetzt, wie sieht's aus mit Storage Rooms? Ah, wieso ist das alles so asymmetrisch? Ah. Bifester, was tut ihr mir an? Aber wie scheiße ist denn das? Wenn sich das alles plötzlich verschiebt. Naja, gut, müssen wir mitleben. Und ich glaube, das sind zu wenig Wohnquartiere. Okay, wie wär's, wenn wir die Fahrstühle... Nee, ist... Scheiße. Okay. Machen wir erstmal hier oben die Räume zu Ende, ne? Also, Classroom. Armory. Wieso verbinden die sich jetzt schon wieder nicht? Ich check's nicht. Fitnessraum haben wir. Game Room haben wir. Lounge haben wir. Radiostudio. Weißt du was, packen wir das Radiostudio ganz so oben hin. Ich glaube, das werden halt zu wenig Wohnquartiere. Und wenn, dann müssen ja sowieso alle Level 3 sein. Müssten noch 2 fehlen. Weight Room. Kann ich einfach so machen und dann Merch? Ey, sehr gut, ich hab's verstanden, Spiel. Es geht nicht, weil du ein Arsch bist. Ach Gott. So, Merch. Merch, okay. Sehr schön. Auto-Merch, macht er aber nicht. Okay, alles klar. Einer fehlt noch, ne?
Spezial. Okay. Einer fehlt noch. Wer fehlt denn noch? Armory Classroom. Game Room. Launch. Bin ich jetzt blöd? Science Lab, Storage Room, Vault Door, Wait Room. Hey! Was fehlt mir denn? Athletik. Wieso habe ich das nicht gesehen? Okay, bei wie viel Geld bin ich? Ich bin jetzt schon bei 100.000. Ups, nein. Oh. Kann ich Steuerung Z drücken? Nein, kann ich natürlich nicht. So. Ich will das gar nicht alles markieren. Kein Wunder, dass hier alles im Arsch geht. Okay. So viel dazu. Das heißt, wir können den Rapen-Shop dahin packen. Und den Outfit-Shop können wir da noch hinpacken. Und dann haben wir es eigentlich perfekt getroffen, ne? Dann haben wir hier quasi noch Platz. Da kommt dann... Genau, das ist eine gute Idee. Radiostudio. Packen hier ein Dreier-Radiostudio hin, ne? Und dann können sich da die Leute treffen, die auf Quest gehen wollen. Dann haben wir es wieder oben rechts. Und alles ist gut. Okay, ich bin jetzt bei 105.000. Wir haben noch knapp 90.000, Leute. Also, das wird knapp. Und ich muss dieses Problem hier lösen. Oh, das geht ja gar nicht. Oh, Scheiße. Wie soll die denn da hinkommen? Okay. Ich kann den nicht anmerchen, oder? Ach, nein. Oh, wie behindert ich doch bin. Wir leben das hier und legen das dahin. So. Dann können wir nämlich hier alles voll mit Fahrstühlen packen. Wie behindert ich bin. Also manchmal würde ich mich am liebsten selber schlagen. Okay. Nochmal von vorne. Athletikraum. Dafür aber nur zwei. Weil drei passt ja nicht hin. Classroom. Armory. Fitnessraum. Lounge. Weight Room. So, einer fehlt noch. Es geht wieder los. Suchen wir diesen einen Fehler. Ich bin seit 18 Minuten dabei. Heilige Scheiße, ey. Game Room. So. Okay. Oh nein. Oh mein Gott. Okay, das hier. Das kriegen wir doch hin. Wir kriegen das alles hin, Leute. Merchen wir erstmal alles. Merch. Dieses Spiel macht mich fertig. Und dieses Programm. Ey, das habe ich doch gar nicht markiert. Was zum Teufel? Was markiert er denn da für eine Scheiße? Nein, aus. Pfui, böses Spiel. Okay, folgender Plan. Wir entfernen diesen Raum und entfernen diesen Raum und gehen vielleicht da nochmal einen runter. Packen dann hier nochmal unsere Evaluators hin, ne? So, entfernen diesen Fahrstuhl. Packen dann unnötigerweise wieder das Science Lab dahin. So, dann nehmen wir das Outfit-Werkstatt, packen das dahin. Und dann nehmen wir die Waffenwerkstatt und packen sie dahin. Ja, scheiße, habe ich aber trotzdem noch so viel Platz nach oben. Jetzt habe ich noch mehr Platz gemacht. Oder vielleicht machen wir das so. Spezial. Okay, passt perfekt. Machen wir das einfach so. Ja, das war nicht der Plan.
Okay, so. Jetzt können Sie quasi hier nach links gehen und dann mit dem Evelator nach oben fahren und sich dann da einen Keks freuen. Rein theoretisch, wenn ich mir das gerade mal so überlege, ne? Wenn ich jetzt alles hier nach links packe und diese Reihe an Fahrstühlen entferne, dann sieht das hier oben zwar noch beschissen aus. Aber dafür haben die keinen Zugang da rein. Das heißt, das Nuklearkraftwerk können wir mal einen nach links machen. Dann packen wir die Fahrstühle hier hin. 118.000, Alter. So. Oh Gott, das eskaliert hier alles. Wie das einfach alles eskaliert. Und rein theoretisch könnte ich jetzt. Dann haben wir hier nämlich wieder einen Platz. So sollten wir machen, ne? Athletikum, Classroom, Armory, Fitnessroom, Lounge und Weightroom. So. Das sieht einfach so beschissen aus, aber es funktioniert. Mehr brauche ich nicht. Jo. Ach Gott, was ist das? In meinem Kopf sah das alles so gut aus, Leute. Wirklich. Hundertprozentig. Wieso gibt es eigentlich keinen Merch-Knopf? So. Man muss echt noch mal eine Sekunde innehalten, weil dieses Programm anscheinend ein bisschen langsamer reagiert. Sonst verzieht es die Maus. Ich habe es wieder nicht gemacht, aber es hat funktioniert. So. Okay. Was mache ich denn? So, da wollte ich hin. Ach Gott, das eskaliert einfach alles so. So, und hier gehen wir dann die Living Quarters runter. Werden dann ab hier beide Fahrstühle wieder benutzen. Hier haben wir eine fette Lücke. Die können wir eigentlich, indem wir. Nee, können wir nicht. Ah, stimmt. Da kann später das Team-Workshop mal hin, ne? Dann passt das wieder, alles klar. Dann passt das wieder. So. De facto ist, dass wenn jemand hier einbricht, er hier reinläuft, hier komplett runtergehen muss. Durch die ganzen Gebäude natürlich. Aber dadurch, dass da, wenn da keiner drin ist, laufen sie einfach weiter und gucken da gar nicht erst rein. Bis sie dann hier unten angekommen sind und dann nach links laufen oder nach rechts, je nachdem, worauf die eher Bock haben. Was ist? Achso. und dann müssen die stecken die halt hier fest. Das ist der Plan. So, wir haben zwei Mr. Handys. Packen wir einmal hier hin und da hin. Da haben wir nämlich alle Gebäude quasi drin. Ne? So, wie viel Geld haben wir noch? 138, ja, nice. Ich glaube, dass aber das mit den Baracken eventuell zu wenig wird. Müssen wir mal gucken. Okay. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Boxenstopp. Was habe ich gemacht? Ich habe die Windows-Taste gedrückt. Ich dachte schon, alles weg. Alles plötzlich weg. Oh, das wäre es gewesen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben rein theoretisch sogar noch Plus gemacht. Das heißt, uns werden auf jeden Fall einige Gebäude fehlen. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt genug Wohnquartiere haben, das ist ja das Ding. Anscheinend nicht. Bitte was? Habe ich nicht gespeichert? Ach so, ich hab's woanders gespeichert. In diesem scheiß Backout-Ordner. Oh nein. Okay, Moment. Ah, kann ich nicht einfach. Moment. Ich habe einen Plan. Ich kann doch einfach unser Layout.
speichern als Test. So, speichern wir das Ganze. Dann schließen wir die Vault. Ja, dann laden wir Vault 2 von Steam. Und dann laden wir den Plan Test. Ja, also, ich kann nicht anders, als mir selbst auf die Schulter zu klopfen. Alter Schwede, du altes Genie. Wie haust du das wieder rausgehauen, ey? Alter Schwede, speicher dich endlich. So. Ja, ihr habt das alles gar nicht gesehen. Nein, ihr habt das alles gar nicht gesehen, wie ich raffiniert geplant habe. Aber ich hab's ja erwähnt. Also, es müsste reichen. Ah, jetzt geht das doch. Oh, gehen wir mal rein, gucken rein. Oh, kleiner Boxenstopp, Leute. Oh nein, die stehen jetzt trotzdem hier alle random rum. Aber das ist bisher unsere Vault. Bitte? 168? Ja, ich denke, das reicht eine Weile. Wir können bis zu 200 aufstocken, ne? Nice. So. 6000. Alles klar. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Boxenstopp und sehen uns in der morgigen Folge wieder. Wir haben nicht mehr allzu viel zu tun, das heißt, wir werden morgen regulär weiter ins Spiel gehen. Wir müssen halt nur noch einmal überlegen, wie wir den Rest aufbauen. Das heißt, wir brauchen jetzt quasi noch unsere Storage Rooms. Und das war's eigentlich, ne? Und ich bin bei 141.000. Ich habe noch für 30.000 kann ich noch ausgeben. Eventuell, weil ich habe ja noch den Nuklearreaktor. Und der Diner ist noch nicht aufgelevelt. Und ich habe ganz viele Medbays, ja, aber keiner ist davon Stufe 3. Also genauso wie das Science Labor. Gut, Freunde, um dieses Problem müssen wir uns morgen kümmern. Haut rein, euer Zero. Tschüss.